Willkommen zurück zur vierten Folge von Stray. In der letzten Folge haben wir Momo getroffen, der uns ein Notizbuch gegeben hat, um seine Freundin zu finden. Und die suchen wir jetzt. Und jetzt schauen wir, ob wir sie vielleicht sogar schon in der Folge finden. Let's go! Aber erstmal wird hier alles runtergeworfen. Mach's gut. So. Was haben wir hier? Guck mal, das Bild ganz rechts war doch bei Momo, oder? Ne, das ist in der Bar gewesen, glaube ich. Egal. Okay. Die Physik. Erstmal unter dem Bett versteckt. Was haben wir hier? Notizbuch von Clementine. 4 von 4, ne. Ein Außenwetter Notizbuch. Es ist das gleiche Logo wie das, das Momo uns gegeben hat. Das hier scheint jemanden namens Clementine zu gehören. Alles läuft nach Plan. Wir haben es geschafft, die obere Ebene zu kontaktieren, bevor der Sendeempfänger abgestürzt ist. Sie sind an einem Ort namens Stadtmitte und scheinbar gibt es dort irgendeine unterdrückerische Macht. Ich habe vorhin mit Momo gesprochen. Seine Augen... Ich kenne diesen Blick. Er wird nicht mit uns kommen. Lass uns die anderen Notizbücher finden. Aber wo? Gibt's hier noch irgendwas? Nein. Oh, hier. Notenblatt. 6 von 8. Haben wir schon wieder 2 Liter für ihn. Hm. Müssen wir jetzt nach dem Symbol Ausschau halten, oder wie? Sehen wir hier noch irgendwo eins? Computer sagt nein. Oh, das war knapp. Wo man hier überall hinkommt. Da kommt man nicht hin. Oh, Erinnerung. Sieht zwar aus, als würde dieser arme Kerl auch zur oberen Ebene. Ja, ich erinnere mich. Die Stadtmitte ist dort oben, weit weg von all dem Müll und dem Siechtum der Slums. Selbst in düsteren Zeiten konnten die Menschen nicht anders, als sich in verschiedenen Gesellschaftsklassen aufzuteilen. Damals waren viele Leute aus den Slums bereit, alles zu tun, um nach oben zu ziehen. Anscheinend haben Roboter auch dieses Verhalten übernommen. 18% haben wir schon gefunden. Ja, ich glaube nicht, dass ich alle haben werde. Zumindest nicht beim ersten Durchlauf. Gut, aber wo jetzt hin? Was sagt ein B12? Halt, nee, da unten war das, gell? Das sind schon mal 2 Notizbücher. Jetzt fehlen nur noch die letzten beiden. Wir müssen uns in den verlassenen Wohnungen der Gegend umschauen. Du solltest sie alle von den Dächern aus sehen können. Halte nach einem Außenwäldler-Logo Ausschau. Okay, wenn das so ist wie das, dann habe ich ja doch mit meiner Vermutung recht. Oh, wo haben wir denn noch eins? Ah. Ist auf jeden Fall... Auge, also 2 Augen und ein großer Mund. Wenn es denn dabei bleibt. Ah. Können wir mal von unten gucken. Oder sind die alle oben? Das ist die Frage.
Habe ich eben schon gemacht, um Hilfe gebeten. Oh, was haben wir da? Ankündigung, ich suche jemanden, der den Südeingang der Sicherheitszone überwachen kann. Die Entlohnung beträgt 2 Pints Super Öl pro Tag. Bitte den Wächter kontaktieren. Aha. Wo könnten jetzt die anderen sein? Vielleicht hier hinten noch irgendwo? Schauen wir mal. Da ging es runter zu den Kanalisationen. Den Code habe ich noch nicht. Aber wir können hier mal die Musik. Jetzt sind wir einmal hier. Geben wir hier mal die 2 Notenblätter. Eins, alt. 1 von 8. Ernsthaft? Petite Worlds. Okay, er wird auf jeden Fall ein bisschen besser, oder? Oh, danke für die Musik. Ich werde gleich üben. Ja, ich habe nur eins für dich. Da. 6 von 8. Immer locker, immer cool. Ich glaube, das kann ich spielen. Schau mal. Schau mal vor allen Dingen. Wenn, dann hör mal. Macht die Katze da. Gut. Spiel du weiter, ich gucke jetzt erstmal nach den anderen Büchern. Aber ist jetzt die Frage, sind die jetzt unten erreichbar oder sind die nur oben in der Nähe von den Dächern? Das ist jetzt die Frage. Elliots Programmierung. Oh! Bitte an die Tür klopfen und warten, bis wir öffnen. Da könnte ich den Binärcode vielleicht knacken. Ich will mal hier rein. Runter. Oh, was haben wir hier? Noch ein Notenblatt. Wir wurden dazu programmiert, Sklaven zu sein, haben aber seit... Ja, Tagen eine Seele. Hoffentlich finden die Außenwettler eines Tages den Ausgang aus dieser Höhle. Hölle. Momo. Höhle. Du bist wegen Elliot hier. Er ist gleich da drüben. Warte mal, kann ich dir... Ey, bestimmt Elliot, wa? Okay. Klavier!
Ja, ich sage mal so. Die Katze ist nicht musikalisch begabt. Ich bräuchte noch eine Energy-Dose. Der ist die Technik begabt aus. Oh, eine Erinnerung. Bonsai. Dieser Baum ist ein wissenschaftliches Wunderwerk. Es ist bemerkenswert, dass der menschliche Einfallsreichtum einen Weg gefunden hat, Pflanzen zu erschaffen, die ohne Sonnenlicht gedeihen. Organisches Leben braucht Bäume, um die Luft in der Stadt zu reinigen. Roboter brauchen keine, aber sie kümmern sich trotzdem um sie. Die Menschen hätten es so gewollt. Okay. Kann es sein, die weißen Flächen zeigen das Gebiet an, wo man noch Sachen findet? Sei es in der Stadt, wären es theoretisch noch zwei. Denke ich mal. Was haben wir hier? Rollos! Okay. Musik. Sollen wir hier kratzen? Lass mal, wie bekloppt er hier drauf rumrennt. Wie sieht er denn aus? Ja, kann ich dir helfen? Ja, damit. Du willst, dass ich diesen Binärcode lese? Eine Sekunde, ich muss nur meine Linsen kalibrieren. Hier steht Dufferbar. Seltsam, wer vereinbart den Rendezvous per Binärcode? Dufferbar. Da waren wir schon mal. Reiß aber das Kabel nicht kaputt. Also wir müssen anscheinend nochmal zur Bar zurück. Hey. Nee, oben hin sollst du. Hier ist doch die Bar. Auch nicht weit weg. Hier ist doch die Duffer Bar, oder? Ja, Duffer Bar. Jetzt ist die Frage, gibt es hier irgendwo den Code versteckt, ja? Ah. 1, 2, 8, 3. Das ist eine 1, ja, gell? 1, 2, 8, 3. Hier. 1, 2, 8, 3. Eins, zwei, acht, drei. Offen! Notenblatt, die Nummer 8. Wie viele habe ich denn jetzt insgesamt schon? Drei, vier, oder? Die Hälfte, oder? Oh, ich habe sogar zwei hier noch. Lol. Unbetitelt. Diese Melodie enthält genau 44 Noten. Ist ja grauenhaft.
Ja, ist gut, Kollege. War schrecklich. Oh, danke für die Musik. Ich werde gleich üben. Ja, ich habe noch eine für dich. Die hier. Unleserliche Notenblätter. Kaum zu lesen, aber ich kann es trotzdem versuchen. Ich ahne Schlimmes. Aber da sehen wir es doch links neben ihm. Sechse haben wir. Die hängen hier alle. Hab jetzt das gecheckt. Okay, also fehlen noch zwei. So, jetzt schauen wir aber mal, wie es weitergeht. Das heißt, wir müssen. Ich gehe jetzt mal aufs Dach hoch. Oder? Warte mal. Hier war Oma in der Nähe. Was haben wir denn hier? Kann hier nichts machen. Das war die Bar, glaube ich. Ich vermute mal, die sind echt oben. Die sind nicht hier unten. Na gut, dann geht's nach oben. Halt, da lang. Dann schauen wir auf den Dächern. So, gucken wir mal. Da war das erste. Da! Da haben wir noch Symbol. Wie komme ich hier rein? Von hier nicht. Belüftung, Stromversorgung. Cool gemacht mit den Rätseln. Haben bestimmt Shortcuts frei. Was trinken. Oder muss ich hier raus? Nee. Wo ist es? Aus dem Karton würde ich mir auch gut vorstellen. Ah, sag ich doch. Dachte ich mir. Gute Arbeit, ein weiteres Notizbuch. Das scheint jemand namens Spaltasar zu gehören. Alle Spuren organischen Lebens sind verschwunden, bis auf das, was wir die Zorks nennen. Sie scheinen fast alles zu fressen, was sich bewegt, und vermehren sich mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit, als ob es nicht schon schwer genug wäre, in dieser Stadt eingesperrt zu sein. Lass uns die anderen Notizbücher finden.
Ja, haben wir drei, fehlt nur eins. Sind wir gleich wieder auf dem Dach oben? Na, schauen wir mal. Das haben wir, das haben wir. Jetzt aber auch das Leuchten weg, okay. Ne, da oben ist es. Oh, da war auch eins, okay. Aber da hinten, da sieht man es doch. Das ist gar nicht so schwer. Ganz schön schwarzhaft. Was ist das? Miau 100 Mal. Okay. Wir haben 100 Mal miaut. Wo ist das? Okay, wir gucken jetzt einfach mal Fernsehen. Auch wenn ich mich frage, warum da überhaupt noch was läuft. Was ist da? Oh, eine Bibliothek. Ein Klavier. Und ein Nullenblatt. Das siebte. Wie du deine künstliche Intelligenz entwickelst, um so kreativ wie ein echter Mensch zu sein, Band 42. Okay. Gute Nacht. Soll man ein Notizbuch finden bei all den Büchern? Das wird bestimmt einfach. Nicht. Achso, das war doch Schlafen. Wo ist jetzt das Buch? Wer sucht, der findet. Hey Doc, ich habe die Schlüssel zu deinem Safe gefunden. Du musst echt vorsichtiger sein. Es reicht nicht, dein Safe hinter einem Haufen Bücher zu verbergen. Jess, die Bibliothekarin. Okay, also muss ich ein Safe finden. Erstmal kratzen. Aber wo ist das Safe jetzt? Hier ist überall Spinnenweben, pfui. Wo ist das Safe? Da. Und das letzte Notizbuch. Endlich das letzte Notizbuch. Das hier scheint jemand namens Doc zu gehören. Nach wochenlanger Forschungsarbeit habe ich ein Spektrometer mit einer starken UV-Lampe kombiniert. Damit sollten wir in der Lage sein, die Zorgs auf unserem Weg zur Außenwelt abzuwehren. Der erste Versuch war explosiv. Ich muss ihn vielleicht unter realen Bedingungen testen. Oh. In diesem Buch gibt es auch eine Notiz. Da steht, ich habe einen Konstruktionsfehler im Sendeempfänger gefunden, aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie man ihn beheben kann. Hier ist die Gleichung. Damit sollten wir in der Lage sein, Momo zu helfen, den Sendeempfänger zu reparieren. Wenn er mit der oberen Ebene kommunizieren kann, könnte das unser Weg nach oben sein. Zeigen wir ihm, was wir gefunden haben.
Also müssen wir jetzt zurück zu Momo. Oh, hier gab es jetzt, glaube ich, nichts mehr, oder? Ich denke nicht. Also zum Momo. Das war beim ersten Fenster. Katapult. Springe 500 Mal, okay. Da. Hier kommt man da wieder schneller runter. Wird dunkel. Halt. Das ist doch gar nicht Momo. Momo ist doch beim Schild oben, ich dödel. Da oben ist er. Momo, wir haben was für dich. Hey, kleine Katze, suchst du immer noch nach diesen nutzlosen Notizbüchern? Hab ich schon. Welche brauchst du denn? Brauchst du jetzt alle vier? Gib mal erstmal Buch 2. Das ist doch das Notizbuch von Spaltasar, oder? Meistens habe ich nie ganz verstanden, wovon er sprach, aber er war sehr weise. Oh, es gehört Doc. Er war wirklich ein großer Fan von Elektronik und so. Er war immer kurz davor, eine große Entdeckung zu machen. Da. Warte, du hast tatsächlich alle Notizbücher meiner Freunde gefunden? Fragezeichen. Oh, was ist das für eine Notiz? Der Sendeempfänger kann repariert werden? Das ist ja unglaublich. Das bedeutet, dass wir auch außerhalb des Slums kommunizieren können. Sollten. Die Sprache. Clementine, Spaltasar, Doc, es tut mir leid, dass ich an unserer Sache gezweifelt habe. Ich verspreche euch, ich werde einen Weg finden, an die Oberfläche zu kommen. Danke, vielleicht finden wir für dich einen Weg nach oben. Jetzt lass uns diesen Schrotthaufen von einem Senderempfänger reparieren. Et voilà, es funktioniert. Komm mit mir. Gut, aber an dieser Stelle gibt's einen Cliffhanger. Denn das war's mit der vierten Folge von Stray. Und auch mit Twitch. Die erste Let's Play Session zu Stray ist hiermit beendet. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei meiner zweiten Let's Play Session dabei seid. Und auch bei der fünften Folge von Stray bei YouTube. Bis dahin, haut rein. Euer Smoker.